Dignos, Cidade do Rio José. Vanaf de vorige is gemaakt, ja, dit is namelijk dat. Zwei Endrus. Wie gesagt, wir schauen an die Summe. Wir schauen dann rein und raus. Sie beginnen mit N, ist Geld. Vielleicht die rechte Zusatzung mit M, Geld N plus 1, Sie können auch bei N plus K. Haben also 2 durch M, ist jetzt der Summationsindex, minus 2 durch n plus 1, also menschlich aufgeschrieben, ist gleich 2 durch n plus 1 minus 2 durch n plus 2 plus, nächstes Zeichen, 2 durch n plus 2 minus 2 durch n plus 3 plus, nächste Seite, 2 durch n plus 3 minus 2 durch n plus 4 plus, und es geht so weiter, plus, einmal vorletztes, n plus k minus 1, 2 durch n plus k minus 1 plus minus 2 durch n plus k plus letzte Subventionsglied, das setzen wir in n plus k ein, 2 durch n plus k minus 2 durch n plus k plus 1. Das Dreck besteht darin, die in der Mitte nehmen sich auf. Wie unmittelbar aufgeschrieben. Fällt weg. Auch das wird irgendwann mal weggehoben, von einem, der da drinnen ist. Und das ist auch ein Wegheber. Genauso heben sich die auf. Nur das erste und das letzte bleibt übrig. Manche Leute sprechen von einer Teleskopsumme. Ich sage, das geht so. Ich sage, wie ein Teleskop. Also es bleibt über 2 hoch n plus 1. Minus 2 durch n plus k plus 1. Das ist sogar noch kleiner, weil da ja was abgezogen wird, nur das im Schreiben. Das ist kleiner als 2 durch n plus 1. Und jetzt ist die Idee die folgende. Epsilon größer 0. Sehr beliebig genannt. Wäre nun N0 so groß, dass das N0 größer oder gleich ist, 2, das habe ich glaube ich das letzte Mal vorgestern falsch hingeschrieben, 2 durch Epsilon, ich habe das letzte Mal 1 geschrieben, 2 durch Epsilon. Wenn das in 0 größer gleich 2 durch Epsilon ist, dann ist für alle n, die größer oder gleich als das n0 sind, folgendes der Fall, auch das n ist größer gleich 2 durch Epsilon, na klar, weil es ja größer gleich als das n0 ist. Das heißt, 1 durch n ist kleiner gleich als epsilon halbe. Ja, wir haben gestört beide Seiten und gleich umgedreht. Das heißt, 2 durch n ist
Kleiner gleich als Epsilon. Ja, beide Seiten mit 2 multipliziert. Ja, dann ist 2 durch n plus 1 natürlich noch kleiner als Epsilon. Also ist der Reinrest dem Betrag nach, das ist eh positiv, der passt macht nichts, kleiner als Epsilon. Und daher konvergiert die Reihe. Und daher hat auch Leibniz recht, dass da herauskommt, bei dieser Reihe als Summe, bei der ausgerechneten Summe, ist der Grenzwert. Der Grenzwert ist dann 2. Und gut hat Leibniz gesagt, wunderbar, ich kann ausrechnen bei der alternierenden harmonischen Reihe, was herauskommt, ich kann da herausrechnen, was herauskommt. Die nächste Reihe, die ich mir anschaue, ist die Summe von 1 durch die Quadratzahl. Also, die Summe von n ist gleich 1 bis unendlich, 1 durch die n die Quadratzahl. Ja, was ist denn die n die Quadratzahl? Die n die Quadratzahl, das ist n Quadrat. Also da hat also dann hier die Summe von n ist gleich 1 bis unendlich von 1 durch n Quadrat. Also menschlich aufgeschrieben, das ist gleich, wenn n gleich 1 ist 1, plus dann 1 durch 4, plus 1 durch 9, plus 1 durch 16, plus 1 durch 25, plus 1 durch 36, plus 1 durch 49, plus und so weiter. Nächstes was ausrechnen. Zeigt sich dumm, er hat es nicht zusammengebracht. Sein größter Konkurrent, fern vom Festland in England, Newton, hat er von Spitz bekommen, Leibniz quält sich damit ab und beißt sich die Zähne aus. Newton probiert es, er kriegt es nicht zustande. Newtons bester Schüler, de Moivre, probiert es, er kriegt es nicht zustande. Leibniz, bester Propagator in Frankreich, ein gewisser de l'Hôpital, Antoine de l'Hôpital, probiert es, er kriegt es nicht zustande. Leibniz sind Schweizer Freunde, Jakob und Johann Beruli probieren es, es auszurechnen, sie kriegen es nicht zustande. Das ist doch irgendwie blöd, nicht bei der Dreiecks, bei 1 durch die Dreieckszahl, locker 2, wenn man das mal so anschaut, ungefähr, wenn man das so ein bisschen herumrechnet, kommt nur 1,6 irgendwas heraus, 1,66, wenn es 1,66 und so weiter wäre, dann wäre es ja ganz gut, dann würde es ja sein, 5 Drittel, nicht? Das wäre ein guter Tipp. Aber wenn man weiterrechnet, sieht man 15 Drittel. Also Sie kriegen es nicht hin. Erst Euler, der Schüler des Jakob Bernoulli, Leonhard Euler, hat es zustande. Will ich Ihnen hier jetzt nicht zeigen, wir haben es schon Zeit irgendwann einmal. Aber erst später, was rauskommt. Also jetzt zeige ich es Ihnen nochmal. Aber es kommt was raus. Was wir hier zeigen, ist, dass es konvergiert. Wir zeigen, dass es konvergiert, aber die Summe werden wir jetzt hier noch nicht berechnen. Das heißt, wir können es berechnen, auf wie viel Stellen Sie wollen. Das wird natürlich schon das mit der Konvergenz zeigen. Aber das ist auch was. Ich verrate Ihnen, es ist Pi Quadrat Sechstel, aber dann auf und das kommt. Pi Quadrat Sechstel. Ja, kein Mensch. Der oben ist es 2. Ich tue mich um Pi Quadrat Sechstel. Was hat das mit Pi zu tun? Ja. Das kommt wirklich mein Meisterstück. Aber wir zeigen, dass es konvergiert. Wie zeigen wir, dass das konvergiert? Ja, ganz einfach. Wir machen das gleiche wie oben. Wir betrachten den Reinrest. Also, wir betrachten die Summe von m, der nächste Subventionsindex, ist gleich n plus 1 bis n plus k von 1 durch m Quadrat. Also wenn Sie wissen, was ich damit meine, damit meine ich, das ist 1 durch n plus 1 zum Quadrat,
plus 1 sur n plus 2 sur 3 plus 1 sur n plus 3 Gamma sur 3 plus und so weiter bis plus 1 gebrochen durch n plus k in Gamma zu Quadrat. Und was ist unser Ziel? Dass wir zeigen, dass dieser reine Rest was wird? Beliebig gleich. Wenn wir das gezeigt haben, wissen wir, die Reihe konvergiert. Ja? Das ist das Ziel. Wir wollen zeigen, dass dieser reine Rest beliebig gleich ist. Und jetzt haben wir keinen Trick. Das sagen wir. 1 durch n plus 1 zum Quadrat. Ich mache den Nenner ein bisschen kleiner. Wenn ich den Nenner kleiner mache, wird der Ausdruck größer. Und ihr könnt zum Beispiel den Nenner einfach immer gleich 1 setzen. Wenn ich den Nenner zum Beispiel immer gleich 1 setze, mache ich den sicher kleiner. Das wäre aber sauber. Weil dann würde ich nämlich k1 haben und der reine Rest wird dann nicht gewinnen. Also ich muss ihn geschickt ein bisschen kleiner machen. Ja? Aber das liegt fast nahe, dass man sagt, ein n plus 1 lasse ich stehen und wenn n plus 1 zum Quadrat das andere n plus 1, dann mache ich daraus n. Ja, dann habe ich diesen Reihenrest hier ein bisschen kleiner gemacht. Also den, ja, so. Der Ausdruck selbst, 1 durch, Entschuldigung. Also dann habe ich diesen Nenner ein bisschen kleiner gemacht. 1 durch diesen Nenner, das Ganze ein bisschen größer. Also das, was da steht, ist größer oder gleich als das, was oben steht. Das, was da steht, ist größer oder gleich als das, was oben steht. Und der Nenner ein bisschen kleiner ist es. Genauso machen wir es beim anderen. Plus, da schreiben wir n plus 1, n plus 2 und oben 1. Plus, machen wir es genauso. Mit n plus 1 Quadrat schreiben wir n plus 2, n plus 3 und oben 1. Plus und so weiter, plus, Bruchstrich, da schreiben wir n plus k minus 1 mal n plus k und oben 1. Also all diese Brüche sind ganz klein wenig größer als die obere. Weil ich die Nenner immer ein ganz klein wenig kleiner gemacht habe. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich hier Partialberechnung mache. Ja. Weil ich das schreiben kann, ist gleich. Also der erste Bruch ist was? Da behaupte ich, das ist 1 durch n minus 1 durch n plus 1. Und stimmt das? Ja, das stimmt. Der Nenner stimmt. Gemeinsamer Nenner ist der. Einverstanden? Und Zähler stimmt auch. Denn da muss ich mit dem erweitern. Habe ich n plus 1 in Zähler, sehen Sie das? Und da muss ich mit dem erweitern. N. N plus 1 minus n ist 1. Zähler stimmt auch. Sehen Sie das? Plus, das mache ich bei dem natürlich das gleiche. Zwei Bruchstriche, ein Minus dazwischen, da schreibe ich n plus 1, da schreibe ich n plus 2, und ich behaupte, der obige ergibt sich, wenn der untere die Zähler 1 zieht. Schauen Sie nach, dass das wahr ist. Nenner ist richtig, gemeinsamer Nenner ist das Produkt. Ja? Da ist der Zähler, wenn man erweitert, n plus 2. Da ist der Zähler, wenn man erweitert, n plus 1. Wenn man die voneinander subtrahiert, kriegt man 1. Ja? Plus. Da macht man es genauso. Also, n plus 2, Nenner, n plus 3, Nenner, Zähler 1, 1. Nenner stimmt, wenn man den gemeinsamen Nenner bildet, Zähler n plus 3 minus n plus 2, n plus 1 ist 0, 3 minus 2 ist 1. Plus, und das geht so weiter. Dafür tut es dann, plus, Riesenbruchstrich, minus, ist das kleinere Riesenbruchstrich, n plus k minus 1, n plus k steht im Nenner. Wenn man dann die beiden auf gemeinsame Nenner bringt, kriegt man den heraus. Und im Zähler brauchen wir schreiben 1 und 1, und das stimmt dann auch, denn dann würde ja hier mit dem erweitert werden müssen, bleibt n plus k, und der dann müsste mit dem erweitert werden, bleibt n plus k minus 1.
that C equals of an n plus k minus 1 up, bleibt 1. Und wiederum wie vorher, minus plus hebt sich auf. Minus plus hebt sich auf. Minus, und das wird sich aufheben. Und das ist ein Aufheber. Und das bleibt üben. Also kommt heraus, ist gleich 1 durch n minus den letzten. 1 durch n plus k. Bitte. Wieso hebe ich das jetzt auf? Der erste mit dem da? Nein, das bleibt das dritte und vierte. Oder was meinst du? Der ist da mit dem da. Gibt sich auch. Oder ist das Minus oder das ist das Gute? Das ist das Minus und das Plus ist dann der Punkt. Okay, ja. Und das da, was dein Aufheber ist, ist der Vorteil. Also. Und das kann ich wieder schreiben, da wird ja nur was Positives abgezogen. Das ist sogar noch kleiner als 1 durch n. Und Sie sehen schon, ich bin wieder auf der Gewinnerspur. Ja? Wie das oben geht 2 durch n plus 1, dann geht 1 durch n. Also die Idee ist die folgende. Epsilon größer 0. Beliebig, ganz egal wie das ist, wähle ein 0 so groß, dass das ein 0 größer diesmal ist als 1 durch Epsilon, das kriegen wir sicher hin. Wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir, dann ist für alle n, die größer oder gleich dem n0 sind, folgendes der Fall. Bitte. Warum haben wir jetzt da 1 und 1 oder 2? Ja, wissen Sie warum? Oben bei der Unterstand 2, 2 und n plus 1. So habe ich. Zweite Hälfte genommen, damit ich dann sozusagen die zweite Welt bekomme, jetzt habe ich letztes Spiel vergessen. Hier habe ich nur 1 durch n, dafür habe ich nur 1 durch n, so mache ich das hier größer, damit ich dann wirklich dann, obwohl ich jetzt nicht brauchen muss. Jetzt nicht brauchen muss. Ich könnte auch größer denken. Weil da habe ich hier keine, ich will ja gerne Hälfte. Ich möchte sich gerne eine Hälfte bekommen, das ist hart gut, aber die Mathematiker sind auf keine Hälfte noch so fixiert, wie eine Karte. Also für alle n größer oder gleich 0 gilt dann, n muss größer gleich als 1 durch epsilon sein. Natürlich, weil n ist der größere ist, dass n0 ist sozusagen das kleinste, was ich nehme, und für alle anderen muss es dann stimmen. Dann ist also 1 durch n kleiner gleich als epsilon. Also das Zeug hier ist doch kleiner gleich als epsilon. Also ist ein Reihenrest dem Betrag nach, das ist ja der Reihenrest gewesen, das da hier. Also wenn Sie wollen, schreiben wir es halt hin. Das ist also der Betrag von Summe m ist gleich n plus 1 bis n plus k von 1 durch n Quadrat. Jetzt werden Sie mich fragen, was ist das K? Das K ist ja wurscht. Jedes K ist gut. Kann groß sein wie Sie. Ganz egal. Der ist jedenfalls kleiner als Epsilon. Und wir wissen, daraus folgt, also existiert. Welche? N ist gleich 1 bis unendlich und 1 durch n Quadrat. Wie groß sie ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass kein erst 2 sein muss, weil. Ja. Das war's schon, das kriege ich. Aber ich kriege sogar kein erst 1,7, wenn ich genügend viel habe. Deshalb könnt ihr es nachlesen. Also, ich meine, wenn ich haben möchte, dass es aber auf 2 Dezimalstellen genau ist, mache ich noch hier, dass es, was weiß ich, 1000 wird, selbst. Ja. Und es ist 1000. Dann tue ich 1000 von diesen Kehrwerten der Quadratzahl nach 4
da psihe nicht erst und zweite Zivalstelle nicht berichten. Das 1,64 kriegst du dann heraus. Aber 1000 zu addieren ist schon anstrengend. Macht die Maschine. Ja. Unendlich viele zu addieren ist nicht anstrengend. Weil das hat Euler von uns gemacht. Da haben wir schon die Anstrengung, die Domus. Aber keine Maschine kann. So, diese Überlegungen, die ich hier durchgeführt habe, hat jetzt der große Mathematiker Cauchy versucht zu verallgemeinern, indem er gesagt hat, was habe ich mit dieser Überlegung gemacht? Ich habe diese Reihe, ein Quadrat, verglichen mit der Reihe von den Dreieckszahlen. Das kann man ja allgemein machen. Also, die Idee Cauchy. Cauchy's Idee. Wir betrachten die Konvergenz von Summe n ist gleich 0 bis unendlich an soll untersucht werden. Cauchy sucht eine konvergente Reihe, Summe n ist gleich 0 bis unendlich bn. Bn größer gleich 0 für alle n. So dass, wobei, sagen wir so, ab einer Zahl n0 für alle n, die größer gleich n0 sind, für alle diese gilt, was denn? Dass die an den Betrag nach kleiner gleich sind als die b. Und wenn man sowas findet, das nennt man dann eine Vergleichsreihe, das ist eine Vergleichsreihe, wenn man so eine Vergleichsreihe findet, die konvergiert, dann behauptet Cauchy, konvergiert auch. Dann konvergiert. Summe an, n ist gleich 0 bis unendlich sicher. Sogar absolut. Also absolut sicher. Also sie kommen hier noch absolut, das heißt noch die Reihe absolut gedreht wurde. Das ist klar. Begründung. Daran, womit komme ich jetzt wieder? Die Griechen. Epsilon. Ja? Also, Epsilon größer 0 sei beliebig genau. Ja, das
werde ich zeigen. Ich werde zeigen, verreihe es von der Reihe, wenn nur das N genügend groß ist, ist keiner selbst. Komm mit da. Genauso wie. Wir machen einfach so. Wir wissen, BW. BWW heißt, wir wissen wenig. Aber BW heißt einfach, wir wissen. Also, wir wissen, Summe n ist gleich 0 bis unendlich, der Bn konvergiert. Eine konvergente Reihe. Also gibt es ein, ich will vielleicht nochmal N0 Stern nennen, damit wir auch mal was von den Himmel haben. Ein N0 Stern, das größte Geld als das N0 ist. Das N0 ist das davon oben, wisst ihr das? Also ich kann jetzt nicht N0 schreiben, weil N0 habe ich von oben sozusagen vergeben. Also das nächste ist jetzt N0 Stern. Ja. Also gibt es ein N0 Stern, so dass für alle n, die größer gleich sind als das n0 Stern, und alle k, was der Fall ist, wenn man bildet, die Summe der bn, bn, wie Moritz, bm und m beginnt bei n plus 1 und hört auf bei n plus k. Sehen Sie, was ich da gebildet habe? Den Reiner ist bm plus 1 plus bm plus 2 plus bn plus 3 plus bn plus 4 bis bm plus k. Diesen Reiner ist. Und weil das Zeug konvergiert, wissen wir, wenn das n nur genügend groß ist, ist der Betrag dieses Reiners, das brauche ich mal bitte auch nicht schreiben, unnötig, ich gerade muss. Dinge, das ist kleiner als Epsilon. Dann ist aber auch für alle n, die größer gleich als das n nur Stern sind, und alle k, der Reihe ist von dem oberen. Summe m ist gleich n plus 1 bis n plus k, der am. Da muss ich schon Betrag schreiben, da weiß ich nicht, der andere ich auch nicht richtig. Nehmen wir jetzt auch, die können auch komplexe Zahlen sein. Können sogar Quaternionen sein. Können sogar Vektoren sein. Das ist mir völlig wurscht, das geht genauso. Hier kann man ja auch Vektoren, nicht bekannt. Also für alle k, Doppelpunkt ist dann dieses Zeug. Das, was da steht, ist ja höchstens so groß, wenn ich die einzelnen Beträge addiere. Kleiner gleich, Summe m ist gleich n plus 1 bis n plus k. Ich habe die einzelnen Beträge da, am. Ja, und die AN sind die Betrag, die wir kleiner gleich die BN. Jedenfalls für die N die größer gleich als das N0 sind. Oder sind sie, wenn sie N größer gleich als das N0 stärker sind, auch größer gleich als das N0. Also ist das kleiner gleich als die Summe von M ist gleich N plus 1 bis N plus K der BM. Und von denen wissen wir. Okay, kommen wir hier. Cauchy betrachtet das Beispiel. Dass die Bn gleich sind Q hoch n. Ja? Mit 0 kleiner gleich Q
Q gleich 1, das ist richtig. Sozusagen, worauf Oshi hinschaut, hinschiebt, das Augenmerk richtet, ist, dass der Betrachter A1 gleich als das B1 sein soll. Die Summe Q hoch n konvergiert. Ja. Summe Q hoch n, n ist gleich 0 bis n. Wissen wir, das 1 vergleicht mit das Q. Also das ist erledigt, das konvergiert. Ist konvergent. Und worauf Cauchy schien, ist jetzt der Betrag der AN sollte kleiner gleich sein als Q hoch n. Das heißt, die n-te Wurzel vom Betrag der AN sollte kleiner gleich sein als wer? Als Q. Und so kommt Cauchy auf den Wurzeltest. Manche Leute sagen zu Wurzelkriterium, das Wort Kriterium ist nicht so gut. Wurzeltest ist besser, die Leute in der Literatur finden zu Wurzelkriterium. Aber Wurzeltest ist besser. Der Wurzeltest. Wenn in der Limes n die Wurzel aus Betrag an, wenn der existiert für n nach n, wenn dieser Grenzwert existiert, und wenn er existiert, und wenn er kleiner bitte, kleiner, nicht kleiner, kleiner, kleiner als 1. Also wenn das existiert, dieser Grenzwert, der kleiner sein ist, dann konvergiert. Die Summe der AN, n ist gleich 0 bis unendlich, sogar absolut. Vorkonstruiert man das bereits. Ein großer französischer Mathematikus, ein gewisser Jean-Louis d'Alembert, einer der großen Amphipokritisten, Jean-Louis hat er geheißen, deshalb, weil das Sudokind aufgefunden worden ist bei der Kirche, die Jean-Louis, also dem heiligen Johannes, gewidmet war. Louis war halt der Kind, Jean-Louis. Das bin ich halt danach genannt. Also Alembert habe ich die Meldung. Also dieser Jean-Louis d'Alembert, großer Aufklärer, 18. Jahrhundert gelebt und 19. Jahrhundert, also sehr schon früher. Der hat genommen, Bn ist gleich A mal Q hoch N mit Schuld kleiner gleich Q kleiner 1. A ist eine konstante Größe 0. Also er hat untersucht, die Reihe A, Q hoch N, N gleich 0 bis unendlich, dann kann ich das A ja herausheben, weil der Summe N ist gleich 0 bis unendlich, Q hoch N, das ist also A gebrochen durch 1 minus Q, das ist genauso konvergent. Und dann auf Erz gefolgt, das nämlich jetzt das Vergleich. Das ist jetzt deine Vergleich. Also praktisch die gleiche Logik, nur deine Antwort. Und dann auf Erz folgendes sich überlegt. Wenn für alle n die Größe gleich als n0 ist, folgendes der Fall ist. Der Betrag von AN gebrochen durch den Betrag von AN minus 1. Also das Nachfolgende durch das vorherige Summen. Nachfolgende durch das vorherige Summen.
Weil dieses Verhältnis. Keiner kennt Kunst. Für alle. Dann hat man mehr gewonnen. Das sagt er. Schaut. Wenn das gilt, wenn das hier stimmt, dann hat das zur Folge, dass die AN, die Beträge nach, keiner gleich sind als der Betrag von AN0 mal Q hoch n. Behauptet, dass das die Folge war. Und wenn wir das haben, dann haben wir nämlich gewonnen. Dann sind wir ja hier auf diese Vergleichsregel gekommen. Mit A ist der eine. Ja. So, wie zeigen wir, dass das zur Folge war? Jetzt schauen wir es einmal an für n 0 plus 1. N ist gleich n 0 plus 1. Wie schaut das dann aus? Dann habe ich den Betrag von a mit dem Index n0 plus 1 gebrochen durch a mit dem Index n0 der Betrag bekommen. Und das soll, das will ich ja a, das ist ja sozusagen die Voraussetzung, das soll ja kleiner gleich q sein. Also ist der Betrag von a mit dem Index n0 plus 1, bitte das plus 1 ist zum Index, gell? Kleiner gleich als der Betrag von a in 0, wirklich mal, mal q. Ah. Also, wenn das der Fall ist,
haben wir, dass der Zähler Betrag von A1 plus 2 kleiner gleich ist als der Betrag von A0 plus 1 bei der Kurve. Ja? Der Betrag von A0 plus 1, der ist ja kleiner gleich als dieser Kapitalismus hier, wissen wir das? Haben wir jetzt gezeigt. Das ist kleiner gleich als Betrag A1 0 durch Q hoch N0 mal Q hoch N0 plus 1. Und jetzt kommt noch ein Q dazu, das ist dann plus 2. Also rede ich, dass das gleich Betrag A N0 gebrochen durch Q hoch N0 mal Q hoch N0 plus 2. So, was muss ich als nächstes zeigen? Für N0 plus 3 muss ich es zeigen, ja, verstanden? Für N0 plus 4 und für N0 plus 5. Ich mache es gleich für N0 plus, plus K. Ich mache es nur 2 K. Das geht nicht. Schauen wir gleich, N0 plus K plus 1. Für N0 plus K plus 1 rufe ich N0 plus K. Das soll der Fall sein. Also, N0 plus K plus 1. Dafür zeigt es. Also wenn das dann der Fall ist, dann steht hier N0 plus K plus 1 ist kleiner gleich als der Betrag von N0 plus K. Betrag von N0 plus K mal Q. Der Betrag von A N0 plus K, der soll ja kleiner gleich sein als das da hier. Das ist immer das Gleiche. Und jetzt steht da oben ein 0 plus, und statt des 1 steht jetzt hier das K. Ja. Also statt des 1 steht das K. Das K plus 1 ist das, was wir sehen. Das machen wir nicht. Ja. Ich meine schon hier nicht. Ich meine hier. Vielleicht ist die 3. Da kann ich mich nur aussehen, da versteht ihr mich. Ja, ja, okay. Ich sehe. Ich kann es aber gleich dahin, oder? Das heißt, wir machen es auch mal. Für Sie alles. Wie spät ist es denn? Drei Minuten noch. Eine. Montag. Noch mal. Sie. Noch mal. Also noch mal. Kurz, mach mal Schluss, weil